Was? Du bist am Baum? Ich hab mich am Baum festgefahren. Ja, moin. Servus, Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ich habe das Vorgewende fertig. Ich fahre jetzt gerade hier unten den kleinen Streifen noch weg und dann werde ich hier irgendwo in der Mitte ansetzen. Ich hab's geschafft. Ich bin Kuss. Was geschafft? Vom Bau wegzukommen. Achso. Dass ich hier dem anderen Drescher nicht in den Weg komme. Wahrscheinlich werde ich hier auf Höhe der Insel anfangen. Steuerung ist vom Fördermann nicht gut. Ja, das Lenken ist halt sehr extrem. Ich sag ja nicht, dass ich auf dem Hühnerdach bin, aber ich bin auf dem Hühnerdach. Was bist halt. Du? Halt. Sprechen Sie halt. Mal bitte deutlich. Was ist das? Das, was Sie nicht können. Ich weiß. Das ist gut zu wissen. Haben Sie mich verstanden? Ja. Das ist gut. Ja, Deutsche Bahn, ich hab dich verstanden. Zu wissen. Wow. Ja, nein. So, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ja. Und ich hoffe, dass diese Woche nicht wieder so warm wird wie die letzte. Ich hoffe, das hört mal endlich auf. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Wetter. Nach 2 Wochen Bruthitze, Deutschland am Ende. So, fertig hier unten. Akkordarbeit, was wir hier an den Tag legen, ey. Jetzt müssen wir nur gucken, wo die Insel ist, dass ich da reinstech. Und geht noch ein bisschen. Weil der Helfer wird sonst an der Insel Probleme bekommen. Ich kann das ja anders lösen. Ich kann ja drum rumfahren oder so. Ja, nee, so wollte ich das nicht. So hat man nicht gewettet. So, Licht. So, du machst Big Pack für Hühnerfutter. That's right. That's right, and that's perfect. Because I think these small ducks don't have enough food. Ah doch, haben noch 1700. Ich glaube, der Kleine müsste auch gleich wieder mal abgetankt werden. Wo ist er denn? Außer Reichweite. Ah, da hinten kommt er. Perfekt wieder, perfekt. Komm genau am Pfosten vorbei. Besser geht's nicht. Du. So. Mit 2 Dreschern geht so ein Riesenfell trotzdem ganz schön flott. Ich teile das jetzt gerade. Der Kleine wird hier unten weitermachen. Ich mache dann hier oben.
Das läuft. Ja, abtanken. Degen warm, abtanken. Ah, hat er gehört. Gut. Bin ich gerade gemutet, deshalb. Gut, ich habe noch Platz. Ich habe erst 10.700 drin. Warte mal, ich fahre hier nochmal ein kleines Vorgewende, weil ich glaube, der bleibt sonst an den Bäumen hängen. Oh, ja, klar. Nicht mich, den großen, den kleinen muss der abtanken. Der hat 80%. Geh den kleinen abtanken. Immer durch die Frucht, ey. Wenn er das macht, wenn es nicht in der Aufnahme ist, wäre es mir ja völlig egal. Aber dass er immer vor meiner Linse rumfährt, das nervt mich ja ein bisschen, ne? Kann das sein? Ja, kann ein bisschen sein. Das merke ich gar nicht. Nicht? Hörst du das nicht an meiner Stimme? Ein Sprecher! Ja, umgedreht habe ich dich, bitte. Ich will mich abtanken. Der Diescher. Das sind glaub, vielleicht Viecher. Ich glaube, ich habe den Drescher gerade kaputt gemacht. Ja, hast wahrscheinlich den Helfer so durcheinander gebracht. Ja. Kollege. Dings, ich bin Kollege. Kapi. So. Es ist halt schade, dass man das Stroh nicht aufsammeln kann. Das wären ein paar hunderttausend wahrscheinlich. Da kannst du aber träumen, wenn das Stroh 100.000 geben würde. Also auf dem Abo-Server habe ich die letzte Woche gut Geld gemacht mit Stroh. This side and then the other side. This is perfect. Oh ja, das ist sinnvoll. Ich habe 91%. Der Schlangenlinie. Da hast du jetzt einen LKW abgewürgt. Hat sich so angehört. Sudele. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon abgeleistet hier?
32%. Okay, fehlt halt auch, muss noch verkauft werden. Und was ist der Weizen? Der ist inzwischen bei 1200. Also ganze 83 schon höher, wie es war. So. Aber ich glaube, wir werden das nicht in der Nacht schaffen. Also, ich glaube, wir müssten die Nacht durcharbeiten. Ist dann die Frage, ob wir das jetzt machen oder nicht. Nacht durcharbeiten. 24 Stunden Stream oder was? Och nö. Können Sie nicht auf die Fahrbahn gucken, Jung. Ist blöd zum geradeausfahren oder was? Jo, hab's gesehen. Funktioniert es mit den Big Packs? Ja, ist halt die Frage, wie viele wir da brauchen. Einfach mal 5, 6 Stück, denke ich. Hast du den Weizen genommen? Der ist gut. Der Frontlader steht. Die Schau. Hä? Für was brauchst du denn? Der steht. Neben dem alten Fass. Neben Strohlager. Nein, bei Strohlager. So. Weizenpreis ist auch schon wieder am Gerste ist auch am steigen, ist bei 1274,75 beim Pferdehof und der Hafer. Interessant. Der Hafer ist recht schlecht. 1087. Ja, ist recht schlecht. Ich dachte eigentlich, der wäre teurer wie der Weizen normal, oder? Ja, klar. Gut. Wie viel hast du denn schon gemacht, Big Packs? Ein. Oh, ist aber produktiv, ey. Ich musste das auch. Du verstehst es eh nicht. Du denkst echt wieder, ich mach nichts. Ja, so. Nein, du musstest doch natürlich den Big Pack Lifter holen und. Was eigentlich noch? Nein, alles gut. Ist produktiv. Läuft. Das tun sie auch abgetankt. Zumindest tue ich was. Das wohl wahr. So, ich tue auch was. Ich tue die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da.
Mr. Tiger Farm. Ihr Spruch, ja? Bitte. Was? Lass gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles wie immer. Genau. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.